Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Englische Woche in der dritten Liga. Über 17.000 Zuschauer kamen ins Rostocker Ostseestadion. Und zu Gast waren die Amateure vom FC Bayern München. Der FC Hansa hier mit Maximilian Altschwede musste sich reinhängen. Nur ein Punkt aus den ersten beiden Spielen. Und das taten sie auch. Pepic mit der Eröffnung. Und er findet in der Mitte Marco Königs erste Chance. 18. Minute für die Hansa-Kogge. Pepic aus dem Mittelfeld. Die Übersicht für Königs. Aber der leider ein wenig zu hoch. Was machte der FC Bayern nach dem Sieg gegen Uerdingen? Kamen sie mit Zirksee und außen, da ist Ogi Vrede, Kolke. Einmal und zweimal. Markus Kolke verhindert hier in der 31. Minute die Führung für die Bayern. Und die Bayern waren gut im Spiel. Wieder überrochelt. Batista Meier sieht Reed und Batista Meier kommt wieder an den Ball und straight kurz vor der Linie der Kanadier stand genau richtig da, wo er stehen muss. Gute Übersicht von Reed und Zirkzee lässt durch und dann Meier gegen straight. Der FC Hansa dann mal über die rechte Seite. Das ist Pascal Breyer. Breyer, immer noch Breyer und hinein damit. 1:0 für den FC Hansa Rostock. Pascal Breyer in der 41. Minute lässt er die über 17.000 jubeln. Das war auch der Halbzeitstand. Prominenter Besuch auf der Tribüne. Helmut Schulte vom VfB Stuttgart. Ja, da soll es ja angeblich Interesse an Bayerns Innenverteidiger Lars Lukas May geben. Wie geht's weiter? Der FC Hansa führt. Kommt über Vollmann. Corbian Vollmann und drin. Er hat genau gepasst, der Neuzugang. Der Denker und Lenker soll er werden hier beim FC Hansa. Und hier macht er den ersten Riesenschritt mit dem 2:0 in der 50. Minute. Dann die Bayern. Ein bisschen Dusel da hinten. Pascal Breyer kommt dazwischen. Tanz an der Eckfahne. Das ist Königs. Der lässt durch wieder Vollmann und Hoffmann mit einer Riesenreaktion. Corbian Vollmann fast mit seinem zweiten Treffer. Aber der gebürtige Rostock im Tor der Bayern war auf dem Posten. Die Bayern kamen dann nochmal über die linke Seite. Das ist Dayaku. Kleines Tänzchen gegen Hildebrand. Fast geklärt. Nochmal Vollmann dazwischen. Nollenberger nochmal Vollmann. Und da ist Josip Stanisic. Und straight fälscht ab. 1:2. Aber es blieb dabei. Es passierte nicht mehr viel. Da kann der Straight das auch mal ganz getrost vergessen. Es war der Sieg vom FC Hansa und der erste überhaupt gegen eine Amateurmannschaft. Und Pascal Breyer mit seinem 40. Drittligatreffer leitete er den Sieg ein. Ich muss ein Riesenkompliment machen an meine Mannschaft. Die hat es sehr gut gemacht hier vor 17.000. Das war für manche das erste Spiel hier und ich muss sagen, wir haben es richtig gut gemacht. Wir hatten unsere Chancen, wir waren mutig, forscht, wie der Trainer es wollte. Ich würde schon sagen, dass es für mich schon ein besonderes Spiel war. Ich habe jahrelang den Löwen auf der Brust getragen. Dann zu treffen war natürlich doppelt schön und für mich war es dreifach schön, weil ich schon lange nicht mehr getroffen habe bei den Spielen und da ist eine große Last von mir abgefallen beim Jubel. Wichtiger Dreier für die Kogge. Jetzt haben sie 4 Punkte und besiegen den FC Bayern, die Amateure, mit 2:1.